Der Künstler, Musiker und Musikproduzent Erwin Kienast startet mit einem neuen und fulminanten Projekt namens Epic Games. Dieses feiert am 11. April 2024 im Stadtsaal Burgersdorf seine Premiere. Mit absoluten Top-Künstlerinnen und Künstlern nimmt er uns mit auf eine Reise durch die Welt der Filmmusik, Gefühlen und Eindrücken. Dabei tauchen wir in verschiedene Filmgenres ein und werden auch zum Mitgestalten aufgefordert. Ein komplett neues Musik- und Filmerlebnis, welches auch für die Künstlerinnen und Künstler Neuland bedeutet. Erwin Kienast experimentiert und komponiert musikalisch schon ein ganzes Leben lang sehr erfolgreich. Immer wieder stellt er sich neuen Herausforderungen. Wie kam es nun zu dem neuen Projekt Epic Games? Was dürfen wir uns alles davon erwarten? Und was sind vor allem die Gedanken von Erwin Kienast dabei? All das hört ihr in dieser Episode, bei welcher ich euch eine gute Unterhaltung wünsche. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, der Talk über Menschen und Themen in und um Burgersdorf. Heute wiederum in der Nachbargemeinde Gablitz und ich freue mich sehr, bei dem multifunktionalen Künstler Erwin Kienast wieder zu Gast sein zu dürfen. Servus Erwin. Hallihallo. Ja, warum sind wir heute beim Erwin? Wir haben ja den Erwin bei Hallo Burgersdorf schon kennengelernt als Mensch, aber es gibt ein neues Projekt von dir und zwar? Und zwar das Projekt heißt Epic Games und wird am 11. April im Stadtsaal von Burgersdorf im Rahmen einer Book-Veranstaltung vorgestellt. Genau, und auf dieses Projekt wollen wir heute natürlich näher eingehen. Wie ist es dazu gekommen? Was dürfen wir uns alles erwarten? Ja, wir haben in der ersten Episode über dich schon sehr viel erfahren, über dein wirklich sehr bewegtes Leben, über deine Liebhabereien zur Musik hin, vor allem über deine Tests, die du eigentlich im ganzen Musikbusiness machst. Also du bist eigentlich ein stetig Unruhender. So ist es doch. Ich bin immer ich würde sagen, nicht unruhig, sondern ich bin immer neugierig. Und Neugier schafft halt meine Unruhe, nicht? Und dein neues Projekt, wie gesagt, was wir am 11.04. im Stadtsaal sehen dürfen, handelt eben im Großen um Filmmusik. Du magst ja, du produzierst ja sehr viel Filmmusik. Ja, ich habe natürlich den Giddy Contest und diese alle Sachen gemacht und da wurde ich auch in diese Richtung promotet. Und in Wirklichkeit mache ich seit neben dieser Arbeit auch seit 20 Jahren Filme, große Naturdokus, Spielfilme. Das habe ich langsam aufgebaut und das ist jetzt sozusagen meine Haupttätigkeit geworden. Das, und ich habe ja diese Klangmaschine, das Gravitar, innerhalb von 15 Jahren entwickelt. Ich habe auch alles, was man hier an Video-Equipment und Computer und Programmen hat, um quasi Neues hier zu entwickeln, neben der Tätigkeit, dass ich diese Filme vertone. Und das Interessante ist, dass jeder einzelne Film, jedes einzelne, sagen wir so, cineastische Machwerk immer eine Herausforderung ist und immer, ob das 30 Sekunden ist oder ob das 2 Stunden ist, es ist ganz egal, du musst bei jedem dieser Filme oder Musicals oder was immer es ist, musst du diese Essenz finden und das ist immer, kann oft ein sehr schmerzvoller Weg sein. Man merkt ja bei dir auch ich jetzt, wo wir über dieses Projekt sprechen oder über die Projekte, muss man eigentlich sagen, sprechen, dass du eine wahnsinnig persönlich nahe Verbindung zu deinen Projekten hast. Du siehst es nicht sozusagen als Arbeit so,
Da steckt wirklich der Erwin als Mensch drin. Ja, das ist ein Vorteil und andererseits ein Nachteil. Weil du musst dir vorstellen, wenn Menschen kommen, schon eine genaue Vorstellung haben, geht es bei mir nicht ganz so. Also ich muss es immer ein bisschen durch meine Person durchjagen. Ich muss auch für eine Sache noch was Zusätzliches einbringen. Ich arbeite ja auch immer hier mit Musikern, mit Orchester. Ich könnte das ja alles mit den Computern, das ist ja alles machbar. Aber ich investiere in Wirklichkeit auch, weil das geht ja, diese Kohle geht ja von meiner Gage weg sozusagen. Investiere, weil ich glaube, dass also mehrere Seelen dann an so einen Film im wahrsten Sinne des Wortes dann beseelen und in eine andere Dimension bringen. Bei einer Filmmusik ist es so, da gibt's auf der einen Seite jene Dinge, die du machen musst. Nehmen wir als ein Beispiel her. Angenommen, du hast eine Szene in einer Diskothek, ja, und das soll ein bisschen Ralph Gomorra-mäßig gingen, hier und jetzt. Na, dann magst du diese Musik, hier brauchst du diese Musik nicht durch deinen eigenen Körper 100 Mal jagen, sondern das wird hier gebraucht. Oder es kommt was aus dem Radio. Aber wenn du hier das Hauptmotiv hast oder wenn du hier eine Beziehung hast zwischen zwei Menschen und Beziehungen zwischen zwei Menschen sind ja nicht immer weiß und schwarz. Das ist vielleicht im Blockbuster, da gibt's den Guten und da gibt's den Bösen, aber in Wirklichkeit ist unglaublich vielschichtig. Und diese Vielschichtigkeit kann man schwer oft mit Worten ausdrücken. Und hier hilft die Musik extrem. Sie bringt dich in die richtige Stimmung, sie lenkt dich ab. Ja, und das ist unheimlich spannend für mich. Ich kann die Figuren mit der Musik beeinflussen. Und ich sage das oft gar nicht so genau, was ich mache, weil sie sagen, jeder um Gottes Willen, du bringst das ja dort oder da hinein. Es passt dann schon zum Schluss, aber ich brauche für mich einen Antrieb. Und ohne diesen Antrieb ist das ja nur Geschäft, ist das ja nur ein Job. Und sagen wir mal so, in meinem ganzen Leben ist es nicht nur gegangen um das Geldverdiener, sondern ich habe es immer umgekehrt gemacht. Ich habe mir gedacht, es muss mal Spaß machen, es muss irgendwas drinnen sein, dass ich etwas lerne. Ich möchte nicht heute dasselbe machen wie in ein paar Jahren, sondern es soll immer wieder ein bisschen anders sein. Es ist auch spannend, dass du das sagst. Ich habe erst vor kurzem gehört, dass man sozusagen durch das Tun ist das Lernen, ja. Also nicht das drüber nachdenken, sondern das Tun. In der immer wieder währenden Wiederholung kommt man auch zur Perfektion hin oder der näher. Natürlich, es ist genauso wie bei dem Programm Epic Games. Ich habe mir dann vorher das Listen gemacht und ja, das werde ich machen. Und dann habe ich gesehen, naja, ich brauche nicht die Vergangenheit nachbeten. Ich werde es teilweise neu vertonen und habe damit angefangen. Und dann bin ich draufgekommen im Arbeiten selber, das passt aber jetzt da irgendwie nicht ganz. Oder sollte ich mir es da nicht, denn mache ich es mir da hier zu einfach? Weil ich realisiere das mit Musikern und hier mit diesem Klavitar. Ja. Das heißt, das kann ich nicht so umsetzen, wie wenn ich da jetzt 40 Mann Orchester habe und enorme Möglichkeiten im Studio. Aber die Essenz muss genauso drinnen sein. Und da kannst du eben nicht so, das kannst du nicht so umsetzen, 1:1, weil du musst mal ein Orchester nehmen, es sind dort 40 Leute, das kann kein Mensch bezahlen, das muss man sagen, das bringt man in den Stadtsaal vom Burgersdorfwerk gar nicht richtig auf die Bühne. Dann habe ich natürlich leicht, ich teile die Noten aus und dirigiere das und drehe mich um und grinse, jetzt muss ich jedes Stück ja spielen, das sind ja teilweise pianistisch recht anspruchsvoll. Ja, dann auch genauso beim Reden, du erklärst jetzt was, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht zu lang wirst. Ja. Oder dass völlig unwesentliche Sachen hier erzählt werden. Naja, und das, ja, ich übe jeden Tag und jetzt habe ich den ersten Teil dieses Konzertes, der ist jetzt fertig, ich bin schon im zweiten Teil drinnen, aber da geht es auch noch ein bisschen drum und drunter und drüber an. Und dann kommen noch die Künstler und die interpretieren was und da sage ich, ich weiß nicht, ich glaube, ganz bist du nicht ganz passend. Ich bringe die woanders hin. Für mich ist wichtig, dass immer die Basisemotion, die man sich vorstellt, dass diese Emotion erreicht wird,
aber mit den jeweiligen Menschen. Es hat keinen Sinn, wenn ich sage, du musst das jetzt so und du musst das jetzt so und so machen, wenn das nicht in sich in jemand ist, dann ist das nicht super, dann ist das bestenfalls in Ordnung. Mhm. Und ich glaube, wenn was in Ordnung ist, ich habe gern, dass wer sagt, das ist scheiße oder es ist super. Aber wenn wer sagt, ja, es war ja ganz gut, das ist das Schlimmste. Wie du ihm ja auch schon gesagt hast, Gefühle, Seele, auf den Punkt würde ich gern, bevor wir zum Konzert nochmal kommen und tiefer dort eintauchen, aber ich würde gern auf Gefühle, Menschen und Seele eingehen. Du warst ja erst kürzlich in Afrika, in Tansania. Ja, es war eine geplante Reise, teilweise natürlich aus beruflicher Seite, weil in der Richtung ein Film kommt. Und zweitens habe ich natürlich auch ein bisschen das Land kennenlernen wollen. Mhm. Und ja, und dann sind wir halt dorthin geflogen. Und es war einfach unheimlich beeindruckend. Das hat mich natürlich beflügelt. Und die Landschaft ist halt was anderes. Das ist genau der Punkt, den du jetzt ansprichst, der mich auch fasziniert hat. Also ich habe deine Facebook-Posts hier verfolgt und da habe ich gemerkt, wie du am 14. Februar, wie du losgeflogen bist, hast du noch einen Post abgesetzt, hurra, ich fliege los, freue mich wahnsinnig, ich habe mein Keyboard und mein Mikro dabei, los geht's. Das nächste Post war dann sofort dahingehend, dass du beeindruckt bist von der Landschaft und kurz darauf oder Tage darauf kam auch für mich ein sehr berührendes Post von dir, weil du bist plötzlich auf den sehr frühen Tod deiner Schwiegertochter eingegangen. Ja, das war, sagen wir so, es war in irgendeiner Form ein bisschen absehbar. Das hat die Sache vielleicht, ich will nicht sagen leichter gemacht, aber es war, man hat halt gehofft, es wird eh alles gut und dann kommt halt dieses Ereignis. Ich hatte mir allerdings die Landschaft dort und die Menschen, das hat mir hier sehr geholfen. Mhm. Weil wenn du da in dieser Serengeti bist, das ist wie ein unendliches grünes Meer. Mhm. Der Himmel berührt sozusagen den Boden und es ist eine Ewigkeit, die du vor dir siehst. Mhm. Und es ist wirklich so. Es ist wirklich so fast kitschig. Du hast 1000 Zebras, du hast 500 Nuse, vor dir liegen 30 Löwinnen. Mhm. Weil die Löwen, die sind nicht immer, die sind oft woanders. Du hast das dort vor dir liegen. Du hast auch dazwischen diese Felseninseln, wie man es als König der Löwen kennt. Ja. Und genau dort oben auf diesen Felsen liegt natürlich auch ein Löwe. Und genau auf der Spitze dieses Felsens sitzt auch ein Geier. Also es bedient alle diese Klischees und du siehst den Kreislauf. Es ist ja für mich auch bei der Filmmusik oft so, wenn ich also ein Naturdoku mache und da läuft jetzt so ein liebes Reh und dann hinten ist halt der Tiger und der schlägt halt zu. Mhm. Nur muss man wissen, wenn der Tiger 10 oder 11 Tage nichts isst und nichts frisst, dann stirbt er genauso. Also es ist so immer ein ewiger Kreislauf. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie hoch du in der Nahrungskette bist, also wie viele Feinde du hast. Und irgendwann habe ich mir gedacht, da bei der Musik, na, wem beleuchte ich jetzt? Da sage ich jetzt, das Reh ist arm oder der Tiger ist arm, weil es nicht erwischt. Also, und wenn du dann direkt mit dem Tod konfrontiert bist, dann, ja, dann, und du siehst diese Landschaft, dann fällt es dir vielleicht einen Millimeter leichter, weil du dann siehst, dass das in Wirklichkeit das Leben ist. Man ist sehr nahe am Leben eigentlich. Man ist sehr nahe am Leben und es geht los mit wenn du siehst, die Hyänen, die dann irgendwie ein Zebra, die letzten Reste, die die Löwen überlassen haben, wenn die fressen. Also du bist irgendwie mittendrin und sagst, that's it. Wie ist das eben für dich als Künstler eigentlich? Du saugst dann dort auch für deine Projekte natürlich unheimlich viel Energie auf.
Ja, also ich fahre dort nicht hin und sage so, jetzt kriege ich das, die große Inspiration. Da würde ich mich schon beschränken. Ich lasse das einfach, das Ganze auf mich wirken. Und der Rest kommt dann später, der kommt ganz von alleine. Aber es wäre natürlich nicht Erwin Kienast, wenn er nicht auch in Afrika sofort mit den Leuten dort Musik gemacht hätte. Das heißt, du hast ja mit einem Maasai-Stamm dann Musik gemacht. Ja, und ich würde sagen, wir horchen da jetzt einmal kurz rein, was da so ein bisschen los war, ne? Rhythm on the back is also for the warrior. That bomb, yes. Gong, 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 gong. Yes. Yeah. It's a simple melody, but it's rhythmical, not so simple. Yeah. Du hast was? Was hast du für ein Instrument mitgehabt? Ich habe zwei Dinge mitgehabt. Ich habe immer meine Melodika, ich habe so eine große Melodika, da hast du einen großen Umfang, die könnte man auch verstärken. Ganz einfach, wenn du irgendwie im tiefsten Dschungel bist oder wo, du kannst nicht ein Keyboard irgendwo anstecken. Und jetzt habe ich aber ein ganz gutes Keyboard, das ist sehr leicht und man kann spielen, weil mit diesen normalen Keyboards, die leicht sind, das ist nur eine reine Spielerei und das macht natürlich keinen Spaß, aber jetzt habe ich was, das einigermaßen ein Kompromiss ist. Aber hier haben wir dich eben gehört mit der Melodika? Mit der Melodika und dann habe ich noch ein Keyboard, das hat ein relativ gutes Klavier drinnen. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und die Leute dort hatten das überhaupt noch nie gesehen. Mhm. Also es kam dann der Stammesälteste, der war 100 Jahre, der musste das unbedingt sehen. Und ja, und am Anfang, ich habe zu dem Fahrer gesagt, jetzt fahren wir zu einem Maasai-Stamm. Mhm. Und ich möchte mit denen spielen. Und der hat gesagt, naja, und ich weiß nicht. Ich habe gesagt, oh ja, du fährst jetzt dort hin. Und ich meine, wenn man ihnen vielleicht auch noch $50 gibt, dann wird es vielleicht auch noch leichter sein. und so war es auch. Ich bin dort hingegangen, habe dem Fahrer gesagt, ja, da für die Kaffeekasse kann man ja nicht sagen. Und dann sind sie gekommen und haben angefangen, wie die Touristen machen. Mhm. Ne? Also da gingen sie raus und singen da besser und tun. Und ich habe gesagt, das brauchen wir aber nicht. Das nicht den normalen, nicht den Touristenschmus. Genau, habe die Melodiker genommen und wie die dann da das gesungen haben, habe ich das Wort mitgespielt. Und das hat er dann natürlich gleich die Schneidung gekauft, weil das waren sie ja nicht gewohnt. Und da war wirklich ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Aber ich war mir extrem sicher. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt mit diesen Leuten. Ja, und dann auf einmal kamen sie aus den Häusern raus und auf einmal waren sie alle extrem motiviert. Ja, und dann war die Hölle los. Also wie man das dann, sagen wir, unter einem Baum und da war dann mit dem Keyboard, das Keyboard ist nicht so leise gewesen, die waren eh viel zu laut, aber es war dieses gemeinsame Gefühl, das war immens. Und ja, und dann waren halt alle ein bisschen mitteilungsbedürftig. Ja, und es waren wunderschöne 2 Stunden. Das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt gewesen, den wir dort verbraucht haben. Und ich glaube, mir wird es in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, Ihnen wird es in Erinnerung bleiben. Weil laut Darstellung von den Leuten dort ist es offensichtlich noch nicht vorgekommen. Ja, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, muss ich auch sagen, wenn ihr das Video dazu sehen wollt, wie der Erwin Kienast hier mit den Maasai musiziert hat, dann schaut bitte auf die Seite hallo-burgersdorf.blog. Da könnt ihr das noch die Fotos sehen, nachlesen und natürlich auch das Video, was da los ist. Aber kommen wir jetzt zurück zu deinem Konzert am 11.04. Was dürfen wir uns da so erwarten? Na schau, ich habe mir gedacht, ja, jetzt mache ich einen Film nach dem anderen, weil jetzt habe ich so viel gemacht und jetzt war es einmal an der Zeit. Von dem bin ich aber abgekommen. Ich habe mir gedacht, Folgendes, ich mache es essentiell. Das Konzert hat folgendes Motto.
ein leeres weißes Blatt Papier. Mhm. Zu Beginn jeder Produktion, zu Beginn jedes Filmes, jedes cineastischen Ereignisses, sagen wir es einmal so, ist einmal ein leeres Blatt Papier. Mhm. Dann kommen die Regisseure, dann kommen viele Menschen auf die zu Produzenten, bringen 100 Beispiele und so wollen wir es. Und es gibt natürlich viele Kollegen, die dann das genauso machen, damit sie quasi ihr Geld kriegen und dass sie das alles so ist. Das ist bei mir nicht ganz so. Ich höre mir das an und denke mir, ich muss irgendwas schaffen, was vielleicht nicht ganz so gibt, was man nicht ganz so, was man nicht ganz so kennt. Ich muss ein bisschen andere Techniken benutzen. Ich muss mich selber motivieren, damit ich zu den, sagen wir es einmal so, sich liebenden Lurche, die ich schon 100.000 Mal vertont habe, wieder etwas Neues bringen, was mich selber motivieren für diese Sache. Und die Regisseure, mit denen ich arbeite, die wissen das. Und die sind schon sehr neugierig, was diesmal wieder kommt. Und zurück zum Konzert ist es so, da ist das weiße Blatt Papier. Mhm. Und dass du eine Idee kriegst, das ist ein Pulsverhalten. Das ist so wie mit die Maasai. Und es gibt auch 1000 andere sogenannte Zufälle, mein Motto ist ja, der Zufall kann nicht irren, die dann helfen. Mhm. Es gibt eine tolle Geschichte, die das am besten zeigt, und zwar die ich auch bringen werde. Und zwar, ich habe, das ist schon einige Jahre her, einen Doppelteiler, ein Felix-Mitterer-Buch, Alle für die Mafia, der Mario Adorf war in der Titelrolle, ein Riesen-Fernseh. Film, also das ist der Gernot Friedl, der den Jedermann in Salzburg inszeniert hat. Ja, und genau dieser Gernot Friedl hat eigentlich schon einen Komponisten, was zahlt und quasi engagiert. Aber die Filmfirma, die musste etwas anderes machen, die musste eine Ausschreibung machen, weil das ist eine öffentliche Gelder, das kann man nicht machen. Und jetzt wurde ich konfrontiert, ein Mafia-Thema zu schreiben. Und jetzt bin ich nach Wien gefahren und bin so beim Lugeck gegangen und da war so eine Miniathek und ich schaue da rein und sehe eine wunderschöne junge Frau. Und das ist für mich normalerweise unmöglich, dass ich da reingehe und mich dazu setze und die anquassel. Es ist nicht ganz in meinem Plan. Aber ich habe es gemacht, ich weiß nicht warum. Und sprich mit der und hat sich herausgestellt, dass sie Albanerin war und Musikerin war. Ja. Und ich sag, naja, ich brauche so einen Mafia-Marsch. Und die sagt, naja, die Albaner waren ja die ersten in Sizilien. Die hatten einen Marsch. Und der ging da, 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 da. Mehr hat's nicht gemacht. Mir ist warm und kalt geworden. Ich habe sozusagen die ganz laut gekriegt, habe mich schnell verabschiedet, bin nach Hause gegangen und habe aus diesen Hieroglyphen ein ganzes Einladung gemacht. Müßig zu sagen, dass ich die Ausschreibung gewonnen habe. Da war die Kraft drin. Und über solche Impulse werde ich was erzählen und wäre teilweise... Wir werden auch in die verschiedensten Genres eintauchen. Ich werde erzählen, welche Möglichkeiten man mit Filmmusik hat. Mhm. Wir werden ein bisschen was über die Heldenreise erfahren. Mhm. Also wenn du jetzt dann so einen Blockbuster siehst, dann folgt dir der einem gewissen Reglement. Mhm. Und warum ist die Heldenreise denn so berühmt? Na, weil es in Wirklichkeit unser eigenes Leben ist. Wir sind ja bis zu einem gewissen Grad in einem Horrorfilm. Das heißt, wir haben nicht nur den Musikgenuss. Nein. Wir erfahren auch so ein paar Promos aus deiner Schaffenszeit von dieser Musik und wir erfahren eigentlich auch sozusagen ein wenig vom Handwerk. Wie geht man es eigentlich an, Filmmusik zu machen? Wie geht man es an, was tut man und auf was kommt es an? Und da lege ich sehr viel Wert drauf, dass man sagt, das sollte man nicht nur so overtragen. Mhm. Die Leute schauen sich den Film an, natürlich nehmen sie die Filmmusik gar nicht wahr. Oder nur nicht sehr wahr. Echtens, so ist das große Hauptthema. Aber weh dir, du gibst das weg. Ja, klar. Auf einmal fängt das Ganze an, ist das Ganze, irgendwie hängt das Ganze in der Luft. Das wollte ich dich auch fragen. Schön, dass du das ansprichst. Die Filmmusik ist enorm wichtig. Sie vermittelt uns die Gefühle, die wir entwickeln beim Film. Und gleichzeitig nehmen wir sie aber unbewusst auf. So ist es. Und hier ist jetzt meine Frage, ist man da als Künstler nicht ein wenig enttäuscht, dass man eigentlich so viel Kraft, so viel Energie, so viel Engagement hineingibt, aber
nicht so den Stellenwert zum Beispiel bekommt wie der Regisseur oder der Hauptdarsteller? Überhaupt nicht. Also, weil ich schreibe sowieso hier Symphonien. Dieses Konzert gibst du jetzt am 11. April in Burgersdorf im Stadtsaal erstmalig in dieser Form. Kann man sich das dann noch wo ansehen? Ja. Wo sind die nächsten Aufführungen? Es wäre dieser, ich war schon ein paar Mal in Burgersdorf was gemacht, da hat man halt Lieder gemacht, die ich gemacht habe, und das hat man zusammengestellt. Mhm. Und hier ist es ja auch ein Mittelding, als Konzert, Info, ist eigentlich wir Universum, wir eine Dokumentation, wo du auch emotionell eintauchen kannst. Und ich möchte das, und das wird sicherlich auch nicht von heute auf morgen gehen, das ist mir klar, ich weiß, wenn man was aufbaut, dauert es immer 2 bis 3 Jahre, das weiß ich aus Erfahrung, bis du das hochbringst. Aber ich habe schon in Graz für das Mountain Festival eine Möglichkeit, dort aufzutreten, vielleicht ein bisschen in einen kleineren Raum, in den Stephaniensaal. Ja, und ich glaube, dass das die Leute sehr interessiert und dass man das, wenn man das ja richtig macht, und ich bin ja für Feuer und Flamme für das, und ich glaube auch, dass ich das ganz gut vermitteln kann, so dass man, was ich, wenn man nachher sich einen Blockbuster oder einen Film anschaut, vielleicht ein bisschen auf die Musik hinhört und sagt, naja, die Musik war schon sehr gut, oder das hat mir hier weniger gefallen, oder es war eben Kaufhausmusik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kann ich nur sagen, freuen wir uns auf den 11. April im Stadtsaal, all diejenigen, die dabei sind. Wir werden eine wunderbare musikalische Reise durch die verschiedensten Filmgenres machen. Ja, wir haben ja auch ganz eine Menge Künstler dabei, nicht? Es ist dabei der Gregorje Makatsaria, Ruskaya Sänger, es ist der Roman Gregory dabei, es ist die Sandra Pires dabei, es ist der Thomas Lichtenegger, der singt an der Berliner Oper oder an der Mailänder Scala, das ist ein Kontertenor, mit dem habe ich jetzt extra was geschrieben, der kommt morgen. Und dann sind noch hochkarätige Musiker, der Gitarrist von Josch, der Thomas Hechenberger, wunderbarer Mann. Ja, und dann die Anna Staatzinger, eigentlich einer unserer angesagtesten Cellisten, dann die Julia Mahler, hervorragende Geigerin. Also es hat sich so entwickelt. Ich wollte ja das am Anfang fast mal allein bestreiten, aber dann, ich brauche ein bisschen Reflexion. Ein bisschen ist gut, ne? Ich meine, du hast hier total hochkarätige Künstler. Ja, weißt du, was das Problem ist? Die haben ja alle, sind ja alle in ihren Premieren und Ding drin. Ich komme ja kaum zum Proben. Ich muss Einzelproben machen mit den Leuten, damit wir überhaupt zusammenspielen. Und ich glaube, alle miteinander werden wir beim Konzert einmal agieren. Aber ich sehe das ganze Ding auch nicht so als abgezirkelte Sache, sondern es ist ja auch das erste Mal. Und mein Gott, ich sehe es auch nicht so ganz stur. Es ist ein bisschen Experiment. Wir werden auch gemeinsam mit dem Publikum einen kleinen Horrorfilm vertonen. Aha, na bitte. Ja. Naja, auch das Publikum soll ein bisschen was machen, das soll nicht nur da unten sitzen. Cool. Außerdem, es macht ja auch Spaß, was zu tun. Und wir werden auch vieles über Remen, über diese elektronischen, alten elektronischen Musikinstrumente erfahren. Ja. Und das mehr will ich jetzt noch nicht verraten, weil also sonst ich bin geht ich keiner hier. Ich bin schon total gespannt. Also ich glaube, wir können auch hier in diesem Raum Burgersdorf und Umgebung wirklich sehr froh sein, hier so eine hohe Dichte an Künstlern zu haben und dass zum Beispiel auch so etwas wie jetzt euer Konzert hier stattfindet. Das ist eine Premiere, es hat es noch nicht gegeben. Es ist eine Premiere, gleichzeitig ein Experiment. Natürlich. Auch ein wenig, so wie ich es raushöre, eigentlich auch durch den Horrorfilm ein bisschen ein Workshop auch. Ne? Ja, also es ist ein neues Format, weil ich mir denke, ich gehe immer von mir, sie schauen mir ja bei den Wiener Festwochen, Donaufestival, ich schaue mir eher avantgardistisches an, weil das andere kenne ich ja schon. Es wird oft zerprobt, es wird abgezirkelt von vorn bis hinten. Und ich denke mal, es ist so wie mit den Maasai. Also wenn du dort hinkommst, dann weißt nicht, was dich erwartet. Natürlich kann das in Tosen gehen, aber das Risiko ist gemein. Super. Na, dann würde ich sagen,
Alle, die das Glück haben, dass sie schon Karten haben, sind, können froh sein. Na, ich hoffe. Ich bin ja noch am Tun und am Schaffen und es ist auch nicht alles so zu realisieren, wie man das vorstellt. Aber das macht mir ja so Spaß. Ich bin gefordert. Sehr. Ich habe eine gute Filmmusik und denke mir, fahr das mit Orchester und das ist ja super. Ich will machen das. Das kann ich ja niemals so machen. Die kleinen Sachen, die ich stundenlang da gemacht habe, das ist müßig. Das heißt, ich muss zwangsläufig anders denken. Erwin, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns so einen kurzen Einblick in das wirklich geniale Projekt gegeben hast. Freue mich wahnsinnig drauf. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich nur sagen, schaut vorbei auf der Seite hallo-burgersdorf.blog. Da werdet ihr dann auch Bilder sehen. Und wie gesagt, alle Infos, die ihr dazu braucht. Dir, Erwin, herzlichen Dank. Danke fürs Kommen und ja, ich hoffe, das Publikum nimmt das auf und ich bin überzeugt davon, dass wir das gut über die Bühne bringen. Und ein kleines Restrisiko bleibt immer, aber wir brauchen ja nachher eine Geschichte zu erzählen, was vielleicht nicht funktioniert hat, weil erzählen tut man meistens Geschichten, wo man eine Schwierigkeit überwunden hat, eine Helden. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Episode auch wieder gefallen und sag ciao, bis zum nächsten Mal. Dies war eine weitere Episode des Podcasts Hallo Burgersdorf. Den Blog zum Podcast erreicht ihr unter hallo-burkersdorf.blog. Produktion und inhaltliche Verantwortung Michael Köck. Kontakt per E-Mail unter feedback@hallo-burkersdorf.blog.